Anfang November 1987, Umweltbibliothek. Die Stasi versuchte da, die Redakteure des Grenzfall auf frischer Tat zu ertappen. Und sie sind da reingestürmt, da waren sie aber noch beim Drucken der Umweltblätter, die also völlig legal waren und die als kirchliches Blatt galten. Die haben also ihr Ziel nicht erreicht, haben trotzdem erstmal die Leute alle mitgenommen. Und dann etablierte sich diese Mahnwache in der Zionskirche und das war, naja, Kilometer oder so von uns entfernt, da im Prenzlauer Berg. Und wir waren davon aufgeregt und wollten auch die Leute kennenlernen. Und mein Mann ist dann abends immer mal hingegangen, wenn die ihre Andachten hatten. Und ich bin dann eben 2-3 Mal am Tage eine Thermoskanne voll heißen Tee und irgendwas zu essen eingepackt. Und dann mit Kind an der Hand und da durch diese Straßen dahin gewandert, einfach um auch mich solidarisch zu zeigen, um zu zeigen, dass da Leute sind, die das unterstützen, die sich mit der Sache einfach solidarisieren. Und ja, das war so die Auftakterfahrung in Berlin. Das war ja auch hermetisch abgeriegelt. Ich habe gelesen, in einem Aufsatz, den Sie geschrieben haben, Sie mussten erst noch durch, ich weiß jetzt nicht, ob Polizei war oder ob Stasi war, mussten Sie mit dem Kinderwagen durch und es war auch schon ein bisschen mulmiges Gefühl. Natürlich, klar, ja. Also ich meine, diese Kirche steht auf so einem grünen Platz und da standen natürlich überall die unauffälligen Herren rum, ne? Und da musste man durch und das war einem schon klar, dass man da beäugt wurde und dass man wahrscheinlich auch fotografiert wurde und geguckt wurde, wer das ist und so, ne? Also, aber trotzdem, das war es mir wert. Also auch da ist nichts weiter passiert, ja, aber so das einfach so als Zeichen zu setzen, war mir wichtig. Auch als Mutter? Hatten Sie Angst um Ihre Kinder? Ich meine, wir kommen nachher wahrscheinlich nochmal beim demokratischen Aufbruch nochmal dazu. Über mich hindenken war so das Motto, ja. Also es einfach tun und das habe ich nicht wirklich zu Ende gedacht, glaube ich. Also was passieren könnte, wenn die jetzt wirklich hier uns beide, also damals, verhaften. Das haben wir dann erst 89 wirklich überlegt.